Hallo und herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest, diesmal in der Version 1.10 beziehungsweise mit den neuen Fixes in der Version 1.10b. Ja, ich bin die Axt im Walde und ihr habt mich definitiv schon ein bisschen länger nicht mehr gehört. Ja. Zum einen Teil liegt das daran, dass tatsächlich, ich denke mal, das letzte Update vor einem Jahr gewesen ist von The Forest. Ja, zugegeben, das hat mich nicht gerade motiviert, auch neues Material zu machen. Ja, jetzt ist aber hier ein Update wieder rausgekommen mit dem entsprechenden Inhalt. Und auch sonst kann ich ganz offen und ehrlich sagen, das kam mir ganz gelegen. Ich habe hier beruflich neue Verantwortungen übernommen. Das macht mir auch Spaß, aber hierfür muss dann auch Zeit und Platz sein. Ne? Zeit und Raum, um die neuen Dinge auch ja, unter einen Hut zu bekommen. Aber nun zum Update. Zuallererst haben die Entwickler sich hier im Multiplayer-Modus um das Cheaten gekümmert, ja. Nicht alle Cheats sind hier, sag ich mal, geblockt, ja. Maßnahmen dagegen getroffen worden, aber die Entwickler haben schon mal gute Ansätze hier und ganz ehrlich, ihr wisst das, ich habe hier Mod-AP im Gepäck. Die meisten wissen das, die meisten wissen auch, dass ich das Zeug gern mag und vor allem, dass ich hier, ja, ein bisschen hierfür auch im Netz Sorge trage, dass das dementsprechend eine Präsenz hat und so weiter und so fort. Das ist ja ein anderes Thema. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich hier cheaten innerhalb von Multiplayer-Sitzungen, wo auch andere spielen möchten und deren Freude vielleicht durch sogenannte Bösewichte oder ja, Griefer beeinträchtigt wird beim Spielen. Das finde ich nicht gut. Ja. Von daher ist das von meiner Seite willkommen. Mehr gibt es dazu aktuell auch nicht zu sagen. Neu ist, dass auf der Karte hier im Norden nun der Berg oben, ja, das Schneegebiet mit dem Berg oben dran eingezeichnet wird. Ich habe da bisher noch nicht so drauf geachtet, ob das dann auch so war. Ne? Weiß ich nicht. Müsst ihr selber entscheiden. Bei Graphics oder Grafik, weiß nicht, was hier die deutsche Einstellung ist. Ich spiele hier das Spiel gerne in Englisch. Gibt es hier neu dabei volumetrische Wolken, die Volumetric Clouds. Ich habe die hier aktuell auf On und stelle die mal auf Off. Jetzt gucken wir uns erstmal hier im Spiel an. Wie sieht das in The Forest aus? Ja, gut, nicht gerade stark oder einigermaßen bewölkt. Aber das sind hier die, genau, das sind die auch, die The Forest Wolken. Die kennt man bereits. Jetzt stelle ich das Ganze mal um. Auf eben volumetrische Wolken ein, sag mal Continue und dann sieht es so aus, ne? Ich gebe das offen ehrlich zu von meiner Seite, das haut mich jetzt nicht vom Hocker, ja, und ich finde, das ist ein bisschen hässlich, aber ich sag euch das auch ganz ehrlich, man nutzen hier die Mod-AP-Cords, so fliegen, machen wir auch ein bisschen Geschwindigkeit an. Gucken wir uns das hier von der Nähe an, was hier so volumetrische Wolken eigentlich sind. Ja, das hat das eine oder andere Spiel hat das bereits und ja, gut, das wird jetzt hier ganz interessant auch dargestellt. Aber ihr merkt, dass das ist so quasi, hat einen Raum, ist ein Körper irgendwie. Ne? Das ist nicht einfach nur so eine flache Textur und das war es dann gewesen. Oder was auch immer, wie man das realisieren tut. Ich finde das volumetrische Zeug gut. Ja? Das gab es auch mal früher hier in, ich denke mal, erstmalig in Quake 3 Arena? So irgendwas, ne? Wow, das ist ein bisschen zu viel gewesen. Ist gut. War hier noch die Geschwindigkeit aktiviert? Ja, so etwas passiert hier in The Forest manchmal. Eine Neuerung betrifft hier zwei Objekte oder zwei Gegenstände. Insgesamt drei neue Gegenstände. Nee, so ein Blödsinn. Ich zeige euch heute drei Gegenstände, wo es Neuerungen gibt. Ja, hier oben. Eine Füllstandsanzeige von, ja, Gas ist hier Benzin, E ist empty, F ist voll, das heißt, rechts ist voll, nach links wird's leer. Eigentlich auch ganz logisch. Und habe ich hier noch was eingestellt? Ja, Insta-Tree ist da oben dran, das machen wir raus. Und jetzt sehe ich mal so einen Baum um, ja, die Füllstandsanzeige im Auge behalten. So einen unschuldigen Baum rausgesicht hier. Ja, komm. Da gehen wir hier ans Leder oder an die Barke. So, und ihr seht, das ist schon ordentlich runtergegangen. Die Füllstandsanzeige im Vergleich zu vorhin, das ging ordentlich schon runter. Ja, zwei Bäume und, na gut. So, jetzt gibt es hier natürlich auch den Haarspray. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, was die Entwickler hier meinen. Die Entwickler sagen, es gibt hier auch eine Füllstandsanzeige. Ich sehe das irgendwie nicht und
probieren wir das aus. Ja, es gibt ja neben dieser Füllstandsanzeige auch noch eine andere Neuigkeit, was hier die Haarspraydose betrifft. Ja. Bleib einfach mal ein Momentchen hier drauf. Ja, und dann gucken wir. Ich sehe hier jetzt nicht gerade, dass hier irgendwo eine Füllstandsanzeige wäre oder sich was erkennen lassen würde, wie voll das Zeug ist. Ja, vielleicht, weiß nicht, vielleicht übersehe ich das auch irgendwie. Ja? Wenn ihr da eher etwas seht als ich, bitte gebt mir hier einen Tipp. Ja, machen wir jetzt aber erstmal leer. Und dann gibt es hier, wenn das Ganze leer ist, ja, gibt es hier eine neue Animation. Ja, bisschen schüttel, schüttel hier und wegwerfen. Der schüttelt das Teil hier durch, wenn das leer ist, wirft es einfach weg. Ich kann das jetzt auch nicht ganz nachvollziehen, ja, warum er das tut. So umweltgerecht ist das nicht. Ich nehme die moderne Axt, denn sobald eine leere Dose weggeworfen wird, ja, wird auch der Gegenstand, den man zuvor in der Hand hatte, wieder aufgenommen. So. Es gibt ja einen dritten Gegenstand, habe ich mal hier vorhin erwähnt. Das ist die Armbrust. Ja, der Crossbow. Eine nahe Verwandte vom Bogen hier. Benutzt aber anstatt der Pfeile wie ein Bogen sogenannte Bolzen. Ja, das sind die Armbrustbolzen. Das ist eine neue Waffe, die hier in dieser Version neu vorne dran ist. Neu dabei ist. Wir spannen hier vorne und hinten dran gerade den Bolzen hinein. Und das Teil sieht schick aus. Das sieht mal richtig schick aus. Mir gefällt das jetzt von der Tagesbeleuchtung gerade nicht. Ne? Kurz mal hier. Nachgeholfen. Ja, das ist schon viel besser. Ne? Schöne, kräftige Farben. Rechte Maus ist hier einmal anziehen. Und mit der... Geht das so auch? Nee, so geht das nicht. Es geht nur, wenn man hier anzielt. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie lange das hier ist. Aber ich... Und ich weiß auch leider gar nicht mehr, wie das gewesen ist. Ich weiß nur... Zu einem Video hatte mal jemand hier bei mir einen Kommentar hinterlassen. Er meinte so, du hast doch Mod-AP. Spawn dir doch so einen Gegner rein. Ja, dann können wir auch gucken, wie das mit so einer neuen Waffe läuft. Und ich dachte mir, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, so. Denn der grunzt erstmal, ne? Ja, und dann quietscht er. Zuerst grunzen, dann quietschen. So, Bolzen nachgespannt. Ja, und Schluss ist hier mit Party, ne? Ja, gut, man, oh, da kann man Bolzen hier rausziehen. Fein, fein. So, einen unschuldigen Baum. Oh, hochgeschossen. Ja. Aber das ist gut, die kann man hier wieder abnehmen. Ja, so, Bolzen. Sieht eigentlich fast schon aus wie so ein Pfeil. Ist aber so ein Bolzen. Ja. Was ich hier vorhin nicht erwähnt hatte... ist, dass das Update hier wirklich ziemlich verrückt ist. Wir haben jetzt einen Teil gesehen, der in diesem Update neu ist oder anders ist. Was ich heute nicht hier zeigen kann, ist, das sind zwei neue Gegner. Die Entwickler sagen hier, es gibt zwei neue Gegner. Ja, ich weiß nicht so ganz. Wo die sind, wie die aussehen, die habe ich noch nicht getroffen. Was aber hier jetzt auch neu ist, ist dieser Unterwassernebel. Ja, das sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dazu stellen wir diesmal die Tageshelligkeit ein bisschen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und das ist jetzt auch hier ganz interessant, ja. Die haben hier ja nicht nur die Entwickler so einen Wassernebel reingemacht, sondern auch sogenannte Water Caustics. Das hier wirklich in Deutsch, bin ich heute drauf gekommen, nennt man das Caustic. Ja, da gibt es dann auch unterschiedliche Arten von. Und wenn man hier mal guckt, das ist schon schön, ne? Das ist so eine Art, ich drücke das hier jetzt wirklich laienhaft aus, so eine Art Lichtbrechung an der Wasseroberfläche oder an der Wasseroberfläche wird Licht gebrochen und wie sich das dann verteilt und wie das dann weiter hier auf allen ja, Objekten und nahegelegenen Elementen und sonstigem eben auswirken tut. So, ich möchte hier aber jetzt das Sauerstoffgerät hier mal runternehmen und gucken, wie das so ist, ohne das. Ja, da bekommen wir auch Nebel. Und auch hier. Ja, auch hier diese Caustic
Kaustiken. Ich weiß nicht, ob man das hier so sagen kann. Ne? Der hält hier auch seine Axt irgendwie komisch, oder? Ja, der hält die Axt gar nicht, ne? Die schwindet hier von links nach rechts. Irgendwas. Ja, hier, der ist. Gut, dann gehen wir wieder raus. Zwei neue Gegner, wie erwähnt, die kann ich euch nicht zeigen. Ich weiß nicht, wo sich die befinden. Nun kommen wir eigentlich zu dem wirklich absolut verrückten Teil hier in diesem Update. Ach so, nee, das ist ja auch ganz wichtig. Habt ihr hier eigentlich gewusst, dass das in einer der früheren Versionen, ja, das ist schon länger hier, Water Caustics schon mal drin gewesen ist? Ja, das haben die Entwickler wieder rausgenommen, weil das mit bestimmten Grafikkarten, denke ich mal, nicht funktioniert hat. Nvidia, denke ich mal, ist eigentlich größtenteils hat das hier geklappt, ja. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob das nur AMD bzw. ATI-Karten andersrum gewesen sind oder auch gewisse Serien von Nvidia-Grafikkarten. Aber da gab es Probleme mit und im selben Update mussten die das auch wieder rausnehmen. Ich fand das wirklich so schade, dass hier unter Wasser die Effekte Wahnsinn. Ihr habt das gerade vorhin gesehen. Ja. Das ist ja in Höhlen, ist das teilweise in Unterwasserhöhlen spektakulär. Spektakulär. Und das ist ja auch eine gute Überleitung. Bevor wir hier zu den neuen Punkten kommen, zu den neuen Neuerungen, gibt es auch hier insgesamt drei Neuerungen, nämlich drei neue Höhlen. Ich werde hier bei uns im Forum, ja, forum.zweifteforest.net, wo ich auch die Patch Notes auf Deutsch übersetzt habe, werde ich dann später mal auch Bilder reintun mit den Orten, wo sich hier die neuen Höhlen befinden. Aber bitte hier, das mache ich auch unter einem Spoiler-Tag, bitte hier, dass ja niemand gespoilert wird. Ja, das ist mir ganz wichtig. Muss ja jeder selbst entscheiden. Und das ist jetzt das Wichtige hier an dieser Sache. In diesen drei Höhlen befinden sich nicht nur, ja, befinden sich auf jeden Fall die Anleitungen zu den acht oder einem Teil von acht neuen Gebäuden. Die Höhlen, guckt die euch an. Die sind spektakulär innen drin. Spektakulär. So, wo ist das drin? Den einen Teil kennen wir, ja, den gab es schon in dem letzten Update. Aber da gibt es jetzt noch was Neues. Das ist hier ein Fernseher, ein Hund und ein Auto. Ja. Ja, ist ein bisschen komisch. Diesen Bereich und auch diesen Bereich. Beide können freigeschalten werden, indem ich hier das Spiel durchspiele und zwar im alternativen Modus. Ja, und dann bekomme ich hier die ganze Familie. Und ein Auto und ein Hund und ein Fernseher bekommen Sie gratis obendrauf. Ja, wenn Sie heute noch anrufen. Und zu diesem Zweck habe ich die unten dran schon mal hingebaut. Die können wir uns jetzt angucken. Ja, Mod AP sei Dank. Mod AP sei Dank. Na, das ist ja mal schick hier. Hier ist der Fernseher. Na, sieht authentisch aus. Wenn man das hier so sagen kann, dass das authentisch aussieht. Na? Und der Hund. Leute, ehrlich, der Hund, ich finde den sehr befremdlich. Guck mal hier eine Rute hinten draus. So ein Sackkopf. Das packe ich nicht. Sorry, Leute. Das ist mir zu viel hier. Ja, das Auto ist auch ein bisschen grenzwertig. Sind wir uns ehrlich. Was für Reifen. Mann, oh Mann. Ja, gut. Eine andere Art Holzbank. Wenn man sich mal ausrasten oder ruhen möchte. Nun denn, auch im Überlebensbuch, allerdings weiter hinten, befindet sich hier der zweite Teil. Ja, der acht neuen Gebäude, die ich erwähnt hatte. Die meisten Anleitungen. Wir gehen durch die ganzen Notes und die meisten Anleitungen für diese neuen Gebäude finden sich in den oder zwei der drei neuen Höhlen. Das Ganze ist hier wirklich ein bisschen creepy. Ja, das ist zu verrückt, aber das wird noch viel verrückter, wenn ich euch das zeige. Wir können uns hier ein Kreuz bauen. Ich will nicht wissen, ob hier jemand draufgehangen werden kann. Ja, mir reicht das, wenn ich hier die Zeichnungen sehe. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Aber das schon auch. Ja. Ja. Einen Stil und einen Geschmack für sich. Ja. Macht auf jeden Fall gut Atmosphäre in dem Spiel. Ein Sarg, Modelleigenbau. Eine Kirche und das ist tatsächlich hier eine Kirche. Wirklich.
Und jeder, der bisher von diesem Update gehört oder gelesen hatte, weiß ganz genau, da kommt jetzt so ein Flugdrache drin vor. Der Flugdrache, ja, auch eine interessante Zeichnung. Ja, den zeige ich euch später mal, wie der genau aussieht. Ganz interessant. Tower. Anleitung 3 von 4. Gibt es einen Tower? Ist ein riesen Turm mit 317 Baumstämmen. Ja, ist auch kein Mist mehr hier. Ja. Und Anleitung 4 von 4, Log Track. Hört sich nicht spektakulär an, ist aber. Das ist eine Baumstammrutsche. Ja, ist ein Wahnsinn. Ich sag euch, wir gucken uns das jetzt erstmal an und das Beste kommt natürlich hier direkt zum Schluss. Bevor wir das machen hier, der Sarg im Modelleigenbau. Das Ganze hier mit einem herkömmlich altehrwürdigen Holzkreuz, ja, und sonst auch ganz schlicht in der Ausführung gehalten. Das ist hier das Hauptkreuz und ja, da müssen wir hier mit Mod-AP wieder nochmal ran. Lichtverhältnisse schaffen, damit man das auch gut erkennen kann, alles zusammen. Ja, so sieht das aus. Ich denke mir auch ein bisschen, vielleicht kann man sich hier oben irgendwo draufstellen selbst. Weiß man nicht. Ja. 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 Und das da hinten ist auch die Kirche. Das ist wirklich so ein riesengroßes Gebäude. Und machen wir das hier mal wie in Super Mario 64. Ja, nur dass das hier von der Prinzessin die Burg war und nicht die Kirche, aber auch oben. Egal. So, was ist das hier? R für. Ach, was kann ich denn? Ach so, das ist die Farbe. Mann, ich habe das. Daran erkennt man, wie lange ich das nicht mehr gespielt habe. Ja. So, das sieht ja aber auch ganz schick hier innen drin aus. Niedersetzen kann ich mich hier nicht. Und auch keine Predigt halten, meine Lieben. Ja. Ja. Das ist schon mal nicht möglich, aber eine Kirche. Wenn ihr auf die Höhlen stößt, auf die drei neuen Höhlen, dann werdet ihr auch wissen, warum wir hier so. Ja. Sagen wir mal etwas Themen, wo man meint, die liegen jetzt eher abseits in the forest. Aber gut. Wir nähern uns eigentlich den drei letzten Neuerungen in diesem Update von The Forest 1.10. Und ihr könnt das vielleicht erkennen, ja, ich habe hier die Rutsche oben, die Baumstammrutsche direkt an den Turm dran gebaut. Und ja, ist schon gut, mein Lieber. Na, komm. Richtig mal ab hier. Das ist nicht kaputt. Ja. Das ist auch bereits fertig komplett. Aber es ist auch ein Riesenturm. Und ich denke mal, wer hier so einen Turm baut und auch so eine Baumstammrutsche, ja, der möchte in so einer kurzen Zeit, denke ich mal, einfach fertig werden. Auch wenn das nicht ganz stabil aussieht, es ist, sagen wir mittelstabil, können wir das so belassen, ja. Aber dann sieht das auch nicht so schön aus. So wie, was ist das denn hier jetzt? Warum haben wir? Oh ja, ich frage erst gar nicht. Aber bevor wir hier eigentlich das tun, was wir hier oben tun sollen, möchten, werden, nehmen wir zwei Baumstämme mit. Wir nehmen sie mit. Wir gehen ganz nach oben. Und bevor wir auf die letzte Plattform kommen, hier ist die Baumstammrutsche. Hier ist diese besagte Baumstammrutsche, die bis hier ganz nach unten geht. Ich habe die erstmal hier nur bis unten dran gemacht und nicht viel weiter, aber ich denke mal, das geht viel weiter. Ja. Und einfach, oh, die Dinger, nein. Wo bin ich hier? Oh, Gott sei Dank nicht runtergefallen. Wobei, Mod-AP, ne? Können wir wieder rauffliegen, das werden wir nachher auch tun. Und mit, oh Gott, hier. So, dazwischen einfach abwerfen. Einfach hier die Baumstämme abwerfen. Die werden sich hier selbst richtig einfinden, wie ihr das gut gerade ja erkennen konntet. Und dann rüttelt es hier ab. Ne? Wow. Sogar mit dem Sprung. Und ich denke mal hier, ja, das senzt es hier auch direkt so ein von den Stämmen raus. Ne? Ja. Jo, und dann geht es hier ab und ich denke mal, hier kommt die Sache zu einem Ende. Aber das ist eine Möglichkeit, um Baumstämme
flott, einfach und ich sag mal unbeaufsichtigt zu transportieren. Ich stehe auf das Teil. Wirklich, das ist cool. Das mal wirklich hier ein sattes, schickes, ordentliches, cooles Teil hier. Ne? Gefällt mir. Und nun, liebe Damen und Herren, das ist der Flugdrache und eigentlich kann man hier gar nicht mehr Drache dazu sagen. Oder sagt man hier Flugdrachen? Ich weiß es nicht. Das besteht hier aus so Fellen oder was auch immer das ist. Da gucken wir hier nochmal. Ne, das können wir auch im Fliegen machen. Ne? Ja, so Felle. Gucken wir hier auch im Buch drin. Was will das Teil haben? Ja, so Hasen, Bären, Viecherfell. Ja, zusammengeknotet mit einem Haufen Seilen. Hier haben wir ein paar Arme dran gepappt. Ich weiß aber nicht, wozu das dienen soll. Ne? Dient das denn einer Funktion, wenn ich hier Arme dran papp? Nee, oder? Ist ja einfach nur widerlich, um ehrlich zu sein. Ja, das ist ja auch das... Die Zeichnungen da drin sind teilweise auch widerlich. Aber so, hier vorne ist so ein Kopf dran und das ist eigentlich das ganze Gerüst hier. Dieser Flugdrache. Und dazu ist auch hier der Turm da. Ne? Damit ich hier mit so einem Turm... Nee, die Karte brauchen wir nicht. Mit so einem Turm hier richtig abspringen kann. Das werden wir so nun mit Taste E in die Hand genommen. Hallo Möwe. Ja. Und ich habe den hier in der Hand. Diesen Drachen. Guck auch so oben. Ja, da guckt hier der Kopf raus. Der abgeschnittene Kopf. Und wir starten nun mal los. Wir springen direkt hier weg. Und ja, ich sag mal, wir hier ein bisschen weiß, wie so ein, wie die Mechanik hier in einem solchen Fall wie diesen funktioniert. Ich denke mal, der wird sich hier nicht wirklich schwer tun. Ja. Und, ja. Ach so, ja, das geht auch hier. Direkt vom Felsen, Felsen abgesprungen ist schon direkt auch was los. Oh, ich bin hier ganz ehrlich. Ich bin jetzt hier, denke ich, das ist das zweite Mal, dass ich hier fliegen tue. Und die Steuerung natürlich, das ist jetzt hier schon mal erst gewöhnungsbedürftig. Aber die Lernkurve ist so dermaßen gering. Ja. Und was wir jetzt machen werden, ist hier zum Abschluss, denn in Wahrheit ist das die ganze neue Version von The Forest 1.10. Ja. Was macht der hier? Ach so, ich bin am Fliegen eigentlich. Das auch ganz so. Vorsicht. Ja. Nun, rauf. Bis auf ein paar Fixes und lauter so Anpassungszeug, ein bisschen was fürs Gameplay, ist das eigentlich schon die ganze neue Version gewesen. Ich denke mal, das ist hier auch der allerhöchste Punkt. Ne? So sieht das mit Schatten aus. Der allerhöchste Punkt, wo ich mich jetzt noch hinbegeben kann. No Clip aus. Ja. Wo ich mich noch hinbegeben kann, um hier wirklich abspringen zu können von diesem Berg. Wow, wow, vorsichtig, mein Lieber. Ach so, ich habe noch Geschwindigkeit, ein Mann, oh. Ja. So, einen letzten Ritt hier. Darüber, ne? Darüber ist gut. Los geht's, wir fliegen bereits. Können wir ein bisschen nach vor, dann geht das schneller. Oh, da können wir direkt schon mal was probieren. So ein bisschen ist das auch wie in Super Mario World auf dem Super Nintendo, wer sich daran erinnern kann. Hier mit dem Cape, ne? Ein bisschen so runter, ein bisschen wieder rauf, so die Luft mitnehmen. Und dann, ja, ist immer praktisch eigentlich, ne? Da kann man hier, nee, oder? Geht das hier mit der ganzen Insel rüber? Aber das ist schon auch eine Aussicht hier. Ja, das geht ein bisschen schneller, ein bisschen weiter runter, ein bisschen gemächlicher und auch mehr geradeaus zu. Oh ja.
Oh, das war auch eine saubere Landung hier jetzt gerade eben gewesen, ne? Ja, meine lieben Damen und Herren, sehr geehrte Zugucker, danke, dass ihr hier wieder dabei wart. Denn das ist es wirklich gewesen in der neuen Version von The Forest 1.10. Und ich sag wirklich, danke fürs Zugucken und ich hoffe auch, ihr guckt nächstes Mal wieder rein. Wir sehen uns bestimmt, denn ich denke mal, die Entwickler von The Forest werden es wohl nicht dabei belassen und nachlegen. Ja, das hoffen wir alle. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war die Axt im Walde. Tschüss.